Was geht ab, meine lieben Freunde? Wer die letzte Nice or Scheiß Folge gesehen hat, weiß, dass Echo Fresh nicht begeistert war von der Attitüde der meisten Newcomer. Ihm waren es einfach zu viele Beleidigungen, die unter die Gürtellinie gingen. Und vor allem auch Sätze wie "Ich scheiß auf mein Abitur" haben ihn zu Weißglut gebracht. So entstanden in der Folge immer wieder gute Diskussionen. Die wichtigsten Stellen habe ich euch natürlich rausgeschnitten. Und mich persönlich würde auch interessieren, wie ihr das Ganze seht. Geht euch das mittlerweile auch auf die Nerven, dass hauptsächlich nur noch dieselben Wörter und Lines gerappt werden? Oder ist es euch gar nicht so krass aufgefallen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Peace out. Crackbomben in den Mund wie Tic Tacs. Voila, der war, also, den Part fand ich nice. Ich muss dir recht geben, der Part war auf jeden Fall grimy so, die Hook war nicht so gut. Ich glaube auch, dass das ein guter Bruder ist, er ist Sivasle so wie ich, aber ich muss... Ja, korrekt. Aber Bruderherz, sorry, ich bin der Newborn Freezy, ich kann das nicht unterstützen, Bruder. Newborn Freezy. Ich kann nicht unterstützen, dass Brüder irgendwie Kriminalität vorleben und unsere anderen Brüder damit infizieren. Bruder, er ist jetzt in Snoop-Lion-Modus damals. Ich möchte nicht mit dem Finger so auf jemanden zeigen. Er hat bestimmt schwere Zeiten hinter sich und so. Aber wir haben 2021, bitte ein anderes Beispiel gegeben. Von Bruder zu Bruder. Ist nur ein Statement. Entschuldigung. Digga. Also, so viel Correctness in dieser Sendung, Digga. Ich fühle mich wie das Fernsehen. Wir haben... Oh, mittlerweile. Ich will euch was sagen. Entschuldigung, Freunde. Ich will euch was sagen. Wir sind Kennex. Aber wir sind nicht Kennex wie vor 20 Jahren. Wir sind mittlerweile, wir sind Unternehmer, Bruder. Wir haben Unternehmen, wir haben Buildings, okay? Wir haben Firmen. Wir geben anderen Kennex und auch Deutschen, ist egal, alles gemischt, weil es geht nicht um die Rasse, sondern um die Klasse. Es geht um die Menschen, ja? Um die Brüderschaft. Wir geben anderen schon Arbeit, so. Weißt du, was ich meine? Mit Helalweg, okay? Und irgendwann siehst du heute irgendeinen, weiß ich nicht, Puff Daddy ist auch einen Weg gegangen. Meinst du, wenn Tupac und Biggie noch am Leben wären, würden sie noch den grimy Shit rappen? Nein, sie würden auch versuchen, ein Beispiel zu geben. Und deswegen kann ich euch das nur sagen. Ich gebe ein Beispiel. Ich weiß, kann nicht jeder das so machen. Ich weiß, Street Rap ist geil, aber ich werde nicht mehr das so durchziehen. Ist meine Meinung. Guck mal, ich verstehe deine Meinung, die du hast. Ich verstehe deine Meinung, die du hast. Aber ich bin immer noch der... Guck mal, alles, was Echo gesagt hat, stimmt. Ich probiere gegen gar nichts zu reden. Alles, was er gesagt hat, unterschreibe ich ihm jetzt sofort und schließe ich mich auch an. Allerdings bin ich auch der Meinung, ne, dass Street Rap in der Form, in dieser roughen Form, wie er ist, ein essentieller Bestandteil der Hip-Hop-Kultur in Deutschland ist und auch bleiben muss. Weil erst Kennex, die Crack-Dings, die Cracksteine im Mund haben wie Tic Tacs, ne? Dadurch, durch dieses Video erstmal überhaupt die Weitsicht über ihren Block kriegen. Weil sie merken, sie kriegen irgendwie Relevanz in anderen Städten. Und sehen dann erstmal, treffen andere Leute. Okay, vielleicht machen die dann T-Shirt mit anderen Leuten in anderen Städten. Aber wenn sich die Musik dadurch entwickelt, weil sie von Stadt zu Stadt reisen, cyphern, Musik machen, dies, das, vielleicht ein bisschen Erfolg kriegen, Relevanz kriegen, erst dann öffnet sich ihnen die Türe zu dieser Welt, zu der wir streben. Weil dieser Bre hier, wenn er sich irgendwo bewerben geht oder machen geht, ne, ich weiß nicht, ich glaube nicht mit der Attitude, die er hat. Ja, aber mit dem, was er macht, könnte er es aus dem Block schaffen, wenn er wollte. Das ist eigentlich der ehrenhafte Weg vom Street-Rapper zum, also der Weg raus aus dem Block. Okay, dann sage ich... Weißt du, wie ich meine? Du hast völlig recht, aber dann fehlt mir die Zeile, dass er sagt, das ist eigentlich nicht gut, aber er es machen muss. Weil, nimm nicht mich als Beispiel, ich war nie der super Street-Rapper, ich war ein Berichterstatter, sag ich mal, aber ich war nie der Street-super harte Dude. Nimm nicht mich als Beispiel, nimm den Bruder Khatar als Beispiel. Weißt du? Ey, ich kann mich erinnern an seinen Song, da hatte das Album, wo er aus dem Knast rappt, wo er wirklich detailliert erzählt hat, ich weiß nicht mehr, wie der Song heißt, dass es an quasi strukturellen Rassismus scheitert, dass es an Chancengleichheit scheitert und so weiter. Er hat die Straße von einer ganz anderen Perspektive erzählt. Und auch wenn auch die Straßensongs von Khatar, die sind nie komplett glorifizieren. Da ist immer so diese eine Silbe Damar dabei, diese eine Silbe, aber ich will das eigentlich nicht, ich will das so schaffen. Und was hat er gemacht? Der Bruder hat ein Imperium aufgebaut. Korrekt, aber du musst auch sehen, Khatar ist ein studierter Dude, ne? Ja. Also ja, verstehe, er hat ein bisschen was im Schädel. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass Kardashian hier, dass er ein Dummkopf ist. Ich will aber nur damit sagen, dass er vielleicht diesen Horizont, den Jivara damals hatte, vielleicht nicht hat. Ich sag dir ehrlich, ja, das kann vielleicht sein. Nicht hat. Ja, das kann sein, Bruder. Aber das Ding ist, wenn du diesen Horizont nicht hast, dann kannst du leider auch dort nicht stehen.
Wo? Ich meine, man muss selber seinen Horizont erweitern, Bruder. Verstehst ja, das macht du? Er ja gerade. Ja, nein, tut er nicht. Wenn er, Bruder, guck mal, wenn du Street Rap machst, okay? Und du bist hart, du hast vieles erlebt und sonst was, dann rappst du nicht unbedingt darüber, dass du von jemandem die Mutter gefickt hast und du glorifizierst das. Ja, wir sind auch hier. Ja, weißt du, man, du kannst, Bruder, wenn du wirklich so hart bist und das dein Struggle ist, mit deinem Charakter zu kämpfen und so, dann sagt man das ja eher so. Aber was er mal sagen will, ist halt, dass man heute auch auf Krampf so das als Vorderding nimmt, so, ja, ich nehme Drogen, mach das, aber zu 90% der Fälle ist das nicht mal so. Ja, Bruder, du hast auch recht. Ich meine, der hätte auch Gänsehaut machen können mit seinem Rap. Ja, der hätte sagen können, ey, ich lebe hier im Dreck, ich mache das und das. Weißt du warum? Die geben mir keine Chance und bam, bam, bam. Dann wäre ganz andere Level. Ganz ehrlich, ganz andere Level. Vielleicht jetzt, wo er dir zuguckt, vielleicht hast du jetzt seinen Horizont erweitert. Ja. Und er sagt sich, stimmt, vielleicht hat der Freeze recht. Ja. So, vielleicht im nächsten Song, den er macht, rappt er vielleicht darüber. Recht. Ja, aber ja. Vielleicht ist er von alleine nicht drauf gekommen. Weil er ist jetzt auch nicht, ich glaube nicht, dass er jetzt so ein Straßengoethe ist. Ja, weißt du, meine? Hast du recht. Ich wollte auch nicht unfair gegen Nein. Wahrscheinlich ist gerechtfertigt. Wahrscheinlich hat ihn aber dieses Gespräch viel weiter gebracht, als zu sagen, dass das nice ist. Das war die, maximale Kritik, die er haben kann. Das war eine nice Kritik. Ein nicer Talk, Jungs. Kardasch, ich küsse dein Herz, Bre. Ja, liebe Grüße. Boah, so krass, ehrlich. Oder maximal. Bist du auch so krass überwältigt? Ich finde, er hat ganz gute Energie, aber das mit hier, ich schmeiß Abitur, ich bin lieber kriminell, bin ich nicht dabei. Ja. Er ist zu krass, Bruder. Er ist nur 7, Digga. Raus, sorry. Egg. Bruder, das ist nicht der Weg. Bruder, scheiß auf sein Abitur. Nur musikalisch. Okay. Es geht nur um die Musik. Gute Musik, gute Sprüche und so weiter. Den Spruch hätte er sich sparen können. Noch ein anderer, ich weiß nicht mehr ganz genau. Das ist einfach nicht wahr. Der gleiche, der jetzt Abitur macht, dann können die sich vergleichen in 20 Jahren, wer weiter ist. Ja. Der eine hat dich jetzt quasi unterhalten, aber irgendwann der andere übernimmt vielleicht das Building. Vielleicht ist er ein lieber Kerl, der wollte einfach nur Sikor. Er ist in Amja-Modus. Kacke hauen, alles gut. Er ist in Amja-Modus. Er will einfach... Alles gut. Bruder, das ist meine Meinung. Was soll du ich euch sagen? Du bist CEO von German Dream gewesen, Bruder. Was haben wir nicht gesagt? Ja, aber das hat mich zu einem etwas geführt. Ja, dahin, wo du jetzt zu sitzt. Zu Growth sozusagen. Ja, dahin, wo du jetzt sitzt. Ja, genau. Lass ihn den gleichen Weg gehen. Ja, okay. Gut, okay. Nein, das meine ich. Lass ihn den gleichen Weg gehen. Okay. Aber ich sag dir ehrlich, Bruder, dann ich habe keine Gänsehaut bekommen von dem. Oh, Mann, der Typ war Maximum. Nein, Bruder. Der hat schon gut gehört. Er war nicht Maximum, er war okay. Nein, er war krass, Bruder. Bruder, diese... Er hatte Flow. Nein, er hatte Flow. Er hatte der Beat war das. Flow. Guck mal, um das mal hier zu sagen, um diese Diskussion... Okay, dann willst du mir sagen, dass der Chat gehörlos ist, dass es zu Hälfte scheiße ist. Ja, das ist nicht jedermanns Sache. Ich find's geil. Ja, ich fand's geil. Ich nicht. Und die Diskussion zwischen Echo und mir ist wie folgt. Guck mal. Was Echo sagt, stimmt. Was Echo immer sagt, ich bin stimmt. Die 42%. Er hat 100% recht. Ne? Das ist natürlich Kacke. Geht den vernünftigen Weg, macht vernünftig dies, das. Aber ich weiß, dass Hip-Hop auf die Kacke hauen ist. Es ist angeben, es ist express yourself, es ist Dings. Wisst ihr, wie ich meine? So. Und Echo hat das auch gemacht. Ich habe es auch gemacht. So. Ich sage auch heute nicht mehr jeden Scheiß. Ich sage noch viel Scheiße, so, aber nicht mehr jeden Scheiß. Weißt du, ich meine? Und es ist ein Weg. Echo ist ein Weg gegangen. Wir sind raus woanders gekommen. Ich werde nach dieser Sendung eine Autobiografie über German Dream einsprechen in Form eines 4-stündigen Podcasts. Mach das. Weil ich jetzt alles weiß, Bruder. Wir haben wirklich die ekelhaftesten Sachen gesagt, die man sagen kann. Haben wir gemacht. So, kein Problem. Aber mittlerweile, wir sind alle Väter geworden, ruhig geworden, ein bisschen ruhiger geworden, sagen wir mal. Und jeder ist seinen Weg gegangen. So, der eine macht immer noch Musik, bisschen Formate, bisschen dies, bisschen das, bisschen Tabak, bisschen Geschäfte hier, bisschen Geschäfte da, legal natürlich. Echo macht sein TV-Programm, dies, das, tralala. Wir sind aber alle den gleichen Weg gegangen. Und ich finde, diese Chance hat dieser ASAP, dieser Bre hat das auch. Ja, das und er schon, haut gerade ja. Einfach auf die Kacke. Ja, das schon, ja. Das okay. Ne? Also ich finde dir nicht schlecht, Bruder. Ich bin halt einfach nicht so, oh mein Gott, mäßig so. Der hat schon bös geflogen. Ja, für Bruder. Dich. Der hat bös geflogen, Bruder. Na, er war nicht schlecht, Wallah, Bruder. Aber ich meine nicht so, dass ich jetzt sterben werde. Der Bulle so. Fragt mich, wer bist du, Spacken, wer bist du, Lan? Ja, das ist mir ein Kopf gewesen, ja, tatsächlich. Der hatte Hunger auf jeden Fall. Attitude. Ja. Junge, mach weiter so, ich küsse dein Herz, Bruder. Chat sagt 61% nice, 39% nicht nice. Kuss. Wir haben als nächstes wen? Ich habe auf Kurdos Album gerappt. Scheiß auf dein Koks und die 2 Nutten, wenn du Abitur hast, kannst du mich beeindrucken. Und seitdem benutzen das welche, die taggen mich auf Instagram, wenn die Abitur machen mit so einem Diplom, machen das in den
in den Dings oben, in die Musik rein und ich reposte die, weil ich stolz auf die bin. Das ja, ist ich süß. Bin stolz. Ich sag doch Amja-Modus, Digga. Ist das Schlusswort zu. Ich gehe kurz aufs Klo, Jungs. Ich sag aber, ne, dass selbst Leute, die dich beeindrucken und den geraden Weg gehen, dich in ihrer Zukunft auch enttäuschen können, menschlich. Ja, hast du recht. Ja. Und die Leute aus der letzten Gosse, die im Viertel sind und Drogen ticken, kann sein, dass diejenigen sind, die immer an deiner Seite stehen. Bruder, du hast völlig recht. Und du hast auch kann sein, kann auch andersrum sein. Du hast auch völlig recht, dass der Junge das noch lernen oder sehen muss. Mhm. Aber ich hätte ja, auch wenn ich das jetzt zum Beispiel weiß und ich habe diesen Fortschritt in meinem Kopf gemacht, ich wäre ja ein Arsch, wenn ich das nicht sagen würde, sozusagen. Also dann käme ich mir ja blöd vor, wenn ich dem das nicht sagen würde oder wenn ich nicht meine Knowledge daraus weitergeben würde. Und deswegen sage ich sie. Mhm. Weißt du? Ja, du hast recht. Du hast recht. Ich glaube, dass man in der Bewertung von diesem Hip-Hop-Ding hier gar nicht so viel Tiefe reinlegen sollte, eigentlich. Mhm. Ich lege jetzt nicht darauf so Wert, ob der jetzt Abitur macht oder ein vernünftiger Kerl wird oder dies, das, weil er das wahrscheinlich sowieso wird. Er hat wahrscheinlich einen derbe strengen Vater, der ihm schon zeigen wird. Weißt du, ich meine? Und er kackt, er haut einfach auf die Kacke da so ein bisschen. Ja, ja. Das ist, hast du völlig recht. Ich fand den auch richtig nice. Der war geil. Ich sag ja, die Line hat mir nicht gefallen. Das heißt ja nicht, dass das nicht gut ist. Aber ich verstehe, was du meinst. Wir sind doch Amerika-Rap-Fans, oder? Correct. Ich finde, dass das generell, aber auch auf der Welt, dass ich finde, ich eher am Puls der Welt bin. Weil wer ist der erfolgreichste Rapper? Wer sind die erfolgreichsten Rapper auf der Welt? Und diese Jungs, ja, die machen das auch nicht mehr so. Die machen auch crazy Sprüche hier und da. Mhm. Aber die gehen nicht mehr so all in. Es ist nicht mehr so... Du meinst jetzt komplett ignorant. Jigger, Puff, dies, das? Nee, das ist ja schon oldschool. Ich meine, die Neuen in Amerika, wer ist das denn? Drake ist ja auch schon fast oldschool. Das ist eher so Lil Durk und so weiter, ja? Oder von denen habe ich noch nie einen Song gehört. Nee. Das sind so, sag ich mal, die weltweit erfolgreichsten Rapper. Die rappen jetzt auch nicht so auf, komm, wir ficken die Gesellschaft, wir ficken das, weißt du? Sondern es geht mehr so um den Flavor, glaube ich. So, Bruder, weißt du, was ich gesehen habe? Hast du das von King Von und den anderen Typen da mitgekriegt? Mm-mm. King Von ist irgend so ein Rapper aus den Südstaaten und der ist verfeindet mit so einer anderen Crew und die dissen sich so gegenseitig und dann hat sich das so hochgekocht, dass sie Instagram sind die live gegangen und haben so auf den einen geballert im Auto. Mm-hmm. Du siehst so, das ist im Auto, der macht gerade so, ey, ja, yeah, die ist das, auf einmal kriegt der patsch, kriegt der voll die Dinger, ist da am Abkacken. Mm-hmm. So. Und dann gehen die Jungs, die geschossen haben, gehen ins Internet und sagen so, habt ihr gesehen, was wir gemacht haben? So, wir sind die. Dann gibt's Retaliation. Ja, die feuern auf die zurück. Dann stirbt einer von denen und der Junge hat irgendeinen Namen gehabt, keine Ahnung. Und die Leute, die geschossen haben, machen sich so Fußballtrikots und tragen den Namen von dem Erschossenen hinten drauf und haben so Fußballtrikot Nummer 187 und laufen damit so rum. Schrecklich. Und machen so Videos damit. Schrecklich. Das ist in meinen Augen grausam. Mhm. So Leute, alle einsperren, nie wieder aus dem Gefängnis lassen, wenn du mich fragst. Das ist schlimm. Mhm. Aber jetzt einer, pass auf. Das ist Crime, Bruder. Guck mal, der größte Produzent auf der Welt ist, glaube ich, jetzt gerade zum Beispiel DJ Khaled oder so. Mhm. Ne? So, der nimmt zum Beispiel ein Album auf. Ja? Dann kommt so ein junger Kerl, der rappt wie der, ne? Der sagt auch, der DJ Khaled wird auch sagen, boah, ist grimy so, ne? Der wird aber vielleicht auch bei ein, zwei Zeilen sagen, ey, mach das mal raus, weil wir wollen Hits machen. Und wir wollen einen positiven Einfluss auf unsere Leute haben, auf unsere Gesellschaft. Schreib um, mach das so und so. Es wäre immer noch dieses grimige Gefühl, nur ein paar Sachen wären anders. Ja, da hast du recht, aber du musst aber auch so sagen, guck mal, ich kann das Beispiel nur immer wieder bringen. Einer der Knackpunkte in Hip-Hop international war Jennifer Lopez und Deluxe. Weil da ist was passiert, das war so eine Magic, da hat das erste Mal einer in der Plattenfirma nachgedacht. Der hat sich gedacht, okay, wie kriege ich diesen Popstern hier, wie kriege ich den so kredibil, dass der nicht nur in der Popwelt funktioniert, sondern auch in der urbanen Welt. In der Bronx. Was ist passiert? Die haben die grimmigsten Nigger von irgendwo aus Brownsville, New York geholt, Styles P und Jada, und haben die schlimmsten Gangster-Rapper aller Zeiten, Bruder. Also Styles P zumindest ist der schlimmste Gangster-Rapper aller Zeiten. Der hat Sachen gesagt, also die kannst du hier gar nicht sagen. Aber nicht auf diese Single, oder? Ja, das nicht. Ja, ja. Das nicht.
Aber die Jungs haben auch gedacht, ey, warte mal, mit J-Lo, internationalen Song, ist Bucks, ist ja auch Geld involved. Ja, und dann sagst du dir, dann denkst du dir vielleicht mal drüber nach, okay, lass mir das ein oder andere Schimpfwort weg. Weißt du, ich meine? Voll. Aber da, ich fühl dich, Bruder. Da sind zwei Welten aufeinander gekommen, die waren sehr wichtig für Hip-Hop auch. Ich fühl dich, Bruder, absolut, so. Absolut. Und deswegen, ich fand auch so Sachen. Der Junge war gut. Das war wahrscheinlich der hungrigste von denen heute. Ja, Mann, absolut. Ja. Ey, Asap, ich kämpfe dich wie ein Löwe hier. So. Der war nur hungrig. Wenn ich aber im Studio neben ihm gewesen wäre, ich hätte versucht, einen Einfluss auf ihn zu haben. Ich hätte gesagt, pass auf, tu das raus, mach halt was anderes. Stell mal vor, der ist auch noch voll gut in der Schule. Oh, das wäre krass. Gut. Weil wenn du so eine Lyrik wie der hast, dann kannst du nicht dumm sein. Setzt ja voraus, dass du was im Schädel hast. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja.